Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich mir was Besonderes. Und zwar koche ich heute marokkanisch in einer Tagine. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann steinigt mich bitte nicht. Und zwar ist es dieser Kochtopf hier. Der ist normalerweise aus Ton. Aber ich bin natürlich, ich kann jetzt nicht alles in echt für 100 Euro kaufen, weil ich weiß nicht, wie oft ich darin wirklich mal was zubereiten werde. Deswegen ganz einfach Aluminium, aber ich gehe mal stark davon aus, der erfüllt den Zweck genauso gut. So sieht er aus, ganz normale Pfanne im Prinzip unten. Und das ist praktisch, weil wir dann auch das Fleisch drin anbraten können gleich, sehr schön. Was natürlich außergewöhnlich auffällt, ist der Deckel. Manchmal kann man oben auch noch zum Beispiel Wasser oder einen Eiswürfel reinmachen, damit das noch mehr kondensiert. Aber bei mir ist es ziemlich kühl in der Küche. Das ist eigentlich nicht nötig. Der Deckel ist dann schön kalt. Und das Essen, was da drin gegart wird, gibt natürlich Dampf ab, Feuchtigkeit. Die kann dann wunderbar hier wieder runter hineinfließen. Und die Besonderheit dabei ist, dass hier bei den ungefähr 35 Minuten, die das Essen dann garen wird, das Ganze nicht einmal geöffnet wird, sondern erst ganz am Schluss. Und dadurch wird hier das Ganze sehr feucht gehalten und immer wieder selbst befeuchtet. Ja, interessant. Ich bin sehr gespannt, ob das Ganze wird. Ich habe mir jetzt dazu 570 Gramm feinstes falsches Filet gekauft, eigentlich Unter- oder Oberschale, aber es war leider ausverkauft. Egal. Damit wird das auch was werden. Süßkartoffel ist am Start, zwei Karotten, Zwiebeln, Rosenkohl, Lauch, ein bisschen Ingwer. Und das ist sozusagen die Gemüsebeilage. Das kommt natürlich alles zusammen rein. Frische Minze habe ich auch erworben, die dem Ganzen nochmal ein bisschen den Kick geben wird. Griechischer Joghurt später noch. Und wir fangen jetzt schon mal an mit den Aprikosen. So. So, die kommen mit der Brühe zusammen hier in die Schüssel und das ist kochendes Wasser. Die werden jetzt nochmal richtig schön eingelegt, eingeweicht und das kommt dann hier auch alles noch mit in den Topf. So sieht das Fleisch aus, ist das nicht wunderschön? Ein Traum! So, das wird noch von der Sehne hier befreit. Wunderschön sieht das aus. Jetzt ist das Fleisch eigentlich schon viel zu mager, aber es gab halt nur das da. Aber nicht so schlimm, wenn man das ein bisschen mit Verstand und behutsam gart, dann wird das zart und schmackhaft. Oh, herrlich. Das wird jetzt gewürfelt. Im Prinzip so in die Größe von Gulasch. Ja, dann passt das schon. Hier haben wir jetzt das Fleisch mit Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer fertig geschnitten. Hier haben wir die bereits eingeweichten, eingelegten Aprikosen, dann noch die Zitrone dazu geschnitten, Süßkartoffel, Karotten, Rosenkohl und unten drunter noch Lauch. Boah, im Prinzip ist das fast schon alles. So, jetzt geht's los. Jetzt wird's spannend. Und zwar kommt jetzt Olivenöl in die Pfanne. Die ist schon schön heiß. So, nicht zu wenig, nicht zu viel. Das Fleisch rein, mitsamt dem Rest. So, wird schön angebraten. Ja, ich weiß, mein Herd ist schwachbrüstig. Der ist schon seit einigen Minuten an. Also eigentlich sollte die Temperatur ein bisschen höher sein. Ich weiß auch nicht. Scheiß drauf. Diese wunderbaren jeden Tag Tomaten kommen auch mit rein, weil genau solche brauchen wir. Gewürze kommen jetzt schon mit dazu. So. Salz. Pfeffer, Chili, so, das wird einen schönen Kontrast dann auch bilden von diesen süßen, feinen Aprikosen mit diesem Chili und alles. Oh, herrlich, das riecht schon geil, dieser wunderbare Duft, herrlichst. Okay, dann legen wir mal los mit den anderen Zutaten. Gemüse kommt rein, also ich mache jetzt alles auf einmal rein, gleichzeitig. Man kann es auch dann nach und nach machen. Ich mag das auch, wenn das Gemüse so zerkocht ist. Deswegen mache ich persönlich jetzt alles auf einmal rein. So, hier ist auch die Gemüsebrühe gleich mit drin. So. Mit den Zitronen und den Aprikosen. Und hier kommen jetzt noch zu guter Letzt die Tomaten mit drauf. So.
So, sieht das Ganze jetzt aus. Wundervoll, genau so muss das sein. Das lasse ich jetzt noch so 5 Minuten auf höchster Stufe vor sich hin köcheln. Der Topf bleibt jetzt eine Stunde zu. Und nach so ungefähr 5 Minuten jetzt werde ich das Ganze ein bisschen runterdrehen, damit die Temperatur nicht mehr ganz so hoch ist und damit das schön entspannt eine Stunde durchgaren kann. Danach wird der Deckel gelüftet und entweder haben wir ein geiles Essen oder nicht. Ich bin gespannt. Für mich heißt es natürlich jetzt eine Stunde warten. Für euch geht das alles ein bisschen schneller. Es ist soweit. Wir können den Topf öffnen und mal reinschauen. So. Schaut es euch an. Hier haben wir das Fleisch. Das Gemüse. Ein bisschen feuchter als ich dachte. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir noch so viel Flüssigkeit drin haben. Aber okay. Sieht auf jeden Fall alles durch aus. Gut, das lassen wir noch ein bisschen ruhen. Und jetzt machen wir dazu unseren Dip. Und zwar mit griechischem Schafsjoghurt. Der kommt so wie es hier rein. Salz mit rein. Pfeffer mit rein. Und von der Minze. Machen wir das ganz klassisch. Die Blätter hier so zusammen. So. Und schneiden die hier relativ fein mit rein. Da geht kein Saft verloren. Wie wenn wir sie zum Beispiel auf einem Schneidbrett mit einem Messer schneiden. So. Geht auch meiner Meinung nach viel einfacher. Einfach danach kurz die Schere abspülen. So, wunderbar, verlustfrei. Ist ja alles schön frisch anmengen. Es gibt echt nichts Geileres. Also, oh nee, das. Diese Minze, das ist auch so richtig unersetzbar. Frische Kräuter sind einfach das Beste, was es gibt. Kosten. Beides lassen wir jetzt ein bisschen stehen und in ungefähr 10 Minuten wird gekostet. So, es ist auf jeden Fall genug Zeit vergangen. Die Mahlzeit kann serviert werden, so sieht das aus. Hier der Topf richtig beschlagen. Guckt mal hier. So viel Feuchtigkeit war jetzt hier oben drin. Ist schon ein sehr schönes Konzept an sich. Schöne Soße ist natürlich auch entstanden. Oh, herrlich, die sieht gut aus. Ja, genau. So serviert man auf jeden Fall eine Mahlzeit. Ich raste komplett aus. einfach nur 20 IQ. Wenn es hochkommt, 22. Da lohnt es sich halt auch für sich selbst zu kochen. Wenn man halt nicht nur eine Mahlzeit hat, sondern mehrere. Beste, wo gibt. So, jetzt wird gemampft. Dazu gibt es ein feines Grevensteiner. Eiskalt, Mahlzeit. So. Die Gerüche, die durch diese Wohnung tanzten. Ein wahrer Traum. So, eine Stunde hat diese Mahlzeit jetzt zu sich hingeköchelt. Ich bin echt gespannt. Als erstes wird das Fleisch gekostet. Ich hoffe, es ist gut geworden. Herrlich, es ist herrlich gewürzt. Nicht scharf. Das kann man auch noch locker eine Viertelstunde mehr kochen, kein Ding. Aber es ist auch noch nicht so, dass ich jetzt sagen muss, es ist zäh oder so. Man kann es auch so schön essen, ja. War relativ billiges Fleisch. 1,79 Euro pro 100 Gramm, glaube ich, gekostet das Rind. Viel besser wird das nicht, ja. Beim nächsten Mal kaufe ich besseres Fleisch, aber das war halt das, was am nächsten an das rankam, was im Rezept stand. Ja. Das Gemüse ist da gar nicht zerkocht. Also, dafür, dass es jetzt eine Stunde drin war, muss ich echt sagen, ich bin überrascht, dass das Gemüse so eine super Konsistenz hat. Hätte gedacht, dass es viel mehr zerkocht. So mit dem Dip zusammen. Herrlich. Das Essen ist zwar würzig, aber auch süß. Geile Geschmäcker. So, mal so eine Aprikose kosten. Passt auch super mit Süßkartoffel. Geil, Alter. Der Topf war eine gute Investition. Und ich muss echt sagen, ich hatte zwischendurch Zweifel, dass das jetzt hier gut wird, weil das war dann alles ein bisschen zusammengeschmissen, sah das so aus, als ich den Topf zugemacht habe. Ich dachte mir so, oh Gott, das wird doch jetzt niemals alles gleichzeitig durch und so weiter und so fort. Aber Alter, ist das geil geworden.
Ja. Was soll ich sagen? Ich bin glücklich. Und ich glaube, man kann da auch gar nicht so viel falsch machen. Hauptsache, es ist alles gewürzt und alles kommt durch. Ja, dann macht man irgendwann den Topf auf und dann kann man essen. Ja, geil. Besser als erwartet. Ich hätte gedacht, ich scheiße beim ersten Mal mit so einer ganz neuen Erfahrung ein bisschen mehr rein. Aber nee. Mega geil. Sehr zu empfehlen. Macht's gerne nach. Danke fürs Anschauen.